Ich sag Skrr, ihr sagt Das ergibt keinen Sinn. Aber wir sind hier bei der Might of Skrr. Und das ergibt alles keinen Sinn. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn auch meine Begrüßung keinen Sinn ergibt. Hier ist noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Wo ist hier ein Ausrufezeichen? Nee, wo ist denn das? Da. Ach, guck. Guck mal, der hätte ich jetzt fast liegen lassen. Naja. Das ist Fuddy. Fuddy schläft. Das entspricht sogar... Ach, guck mal, hätte ich gar nicht liegen lassen können. Okay, cool. Das entspricht ja sogar fast der Realität. Also, das entspricht der Realität. Mein Fuddy schläft auch. Also, nehme ich auf jeden Fall an. Es ist 2 Uhr nachts. Der will ja wohl schlafen jetzt, oder? Der alte Mann. Ich bin ja schon manchmal verwundert, wenn ich irgendwie nachts um 1 noch Licht ansehe drüben bei ihm. Ich kann ja von mir aus, kann ich ja einfach rüber gucken zu ihm. Ne? Das heißt, ach, guck. Nein, es gibt ein Spinnennetz-Dingens. Seite aus Isaacs Tagebuch, 97. Es ist alles vorbereitet. Für die Probe am heutigen Abend. Die Zylinder und die große Orgel sind bereit für das Experiment. Ich habe angeordnet, dass sich das gesamte Personal in der großen Halle versammelt. Schließlich ist es nicht einfach, viele Testpersonen zu finden. Wir sind überzeugt davon, dass die Zylinder die gewünschte Wirkung bei den Testpersonen zeigen werden. Abraham versichert mir, dass meine Tochter Elizabeth ebenfalls zugegen sein und das Lied so singen wird, wie es ihre Mutter vor ihr getan hat. Na dann. Treffen wir uns jetzt an der großen Orgel. Wenn ich den Weg denn finde, warte mal, hier, so, da, hoch, ja. Oh, Scheiße, er ist wieder. Warte mal. Du sitzt irgendwo. Ja, okay. Ich könnte im Kreis laufen, das wäre blöd. Ich werde versuchen, an ihm vorbeizukommen. Ach, er bleibt einfach stehen und dreht sich dann um und geht dann wieder in die entgegengesetzte Richtung, in die Richtung, aus der er kam. Fein, in die Richtung, in die ich muss. Noch feiner. Okay, aber er macht Platz. Alles klar. Gib Gas, Thomas, gib Gas. Gut gemacht, Thomas. Bist guter. Könntest... Also, wenn es die Zeit zulassen würde, könntest du auch ein Gladiator sein. Ach, guck. What have I done? Ja, erstmal hast du auf jeden Fall diese Zeichnung gemacht. Und dann sind die alle ausgerastet. Kann ich die jetzt hier öffnen? Ja, fantastisch. Das freut mich. Warte. So, aber ich... Nee, warte mal. Will ich da rein? Ja, kann ich. Also will ich da auch rein? Ja, komm, wir strecken das Let's Play noch ein bisschen. Für die Klicks. Und für die Detention Time, oder wie das heißt. Wieso kann ich das jetzt nicht öffnen? Weil es nur darum geht, diese komischen Dinge zu finden. Okay. Ey, was mich am meisten an dieser scheiß Erkältung nervt, ist nicht, dass meine Nase zu ist und meine Stimme sich dadurch irgendwie merkwürdig anhört. Sondern, was mich wirklich am allermeisten nervt, ist, dass meine Nase zu ist und dadurch auch irgendwie mein Gehörgang dicht wird. Habe ich da nicht, glaube ich, kriege ich gerade ein Déjà-vu, da habe ich schon drüber gesprochen, ne? Dass meine Trommelfelle sich bewegen, wenn ich atme und so. Jedenfalls sind meine Ohren extrem dicht. Und das ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich beim Doc war. Und dann die Arzthelferin mit mir gesprochen hat. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, ne? Ah, nicht unbedingt, aber ich kann hier speichern. Und ich gemerkt habe, Alter, ich höre sie überhaupt nicht. Ich höre die einfach gar nicht. Die ist ja, ich wollte ganz jetzt, bitte. Ich hatte zwar vorher angerufen und da hatte ich kein Problem festgestellt. Aber wie ich dann da vor Ort war, war ich so, hä, was? Gut, die saß natürlich auch hinter so einer Plexiglasscheibe und das alles und Maske auf und so weiter. Aber da habe ich dann echt gemerkt, okay, ich höre sie gar nicht. Und dann bin ich rein zum Doc. Und der hat auch so einen Schirm auf, so. Die Dinger finde ich immer noch am coolsten irgendwie. Und den habe ich auch nicht gehört. Und das war so krass unangenehm. Vor allem, was... Also ja gut, klar, der hat tausende Patienten, so.
Aber eigentlich weiß er, dass ich nichts höre. Als ich meinen Hörsturz hatte, bin ich ja auch zu ihm. Dann hat er mich dann in eine Ecke vom Raum gestellt, ist in die andere Ecke gegangen und dann sollte ich ihm immer Is sagen, that you, Thomas? wenn ich was höre. Und am Ende meinte er dann zu mir, ja, Sie sind Thomas, schwerhörig. my love, Und ich you're war so, ach safe. so. Ich bin I had hier! to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Ach, deswegen habt ihr alle Säcke über dem Kopf, weil ihr Gesichter nicht so gut animieren konntet. Ich verstehe. Ja, ich vertraue dir. Hier hast du die Zylinder, meine Liebste. Oh, ich kann. Ah, das ist anscheinend das Ende. Ich habe noch nicht alle Zylinder gefunden. Das ist ja gelogen. We need all four parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Find them and quickly. I'll hide here until you return. Okay, gut, Elizabeth. Wo ist sie nur? Hat jemand Elizabeth gesehen? Oh, habe ich das Bild noch offen, welche man in welcher Reihenfolge drücken muss? Okay, wo ist Elizabeth nur? Ich habe doch jetzt alle Zylinder gefunden. Wo ist sie? Have you found them? Do you have all the cylinders? Leute, was sage ich denn jetzt nur? Ich habe ja nur die eine Auswahl. Ja, ich vertraue dir. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenglied spielen. Ja, ich dachte, das machen wir jetzt. Was hätte ich denn machen? Ach so, ich habe nicht alle We need Noten. all four parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Versteckst du dich Find bitte them, mal and irgendwo? quickly. I'll hide here until you return. Okay, gut. Ja, mir fehlt ein Gegenglied. Ist blöd. Hole ich das? Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Ich komme da nicht mehr hin. Verstehe. Aber ich hätte den Schlüssel gar nicht vorher haben können. Wie hätte ich denn dann da hinkommen sollen? Warte, 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 warte. Da ist der Lüftungsschacht. Wir gehen durch den Lüftungsschacht dadurch rein. Ich muss das Let's Play strecken, Leute, für die Klicks. Das nützt alles nichts. Ihr wisst, wie es ist. Oh, hi. Hi and welcome back to another episode of Mr. Puzzle. Ich wollte ja immer noch ein Let's Play auf Englisch aufnehmen. Also die Idee steht noch. Ich habe mir auch ein Spiel dafür rausgesucht, mit dem ich das machen wollen würde. Das Ding ist, dieses Spiel ist eine Graphic Novel. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte es mal angefangen, aber nie zu Ende gebracht. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob man da selber lesen muss oder ob ein Großteil davon vertont war. Aber das wird dann mein English-speaking Let's Play, and I'm really, really excited about this idea. And I hope that I can pull that off. I would like that. I really would. And especially Arthur Morris ist Notenblatt, okay. And especially would that make sense because of the graphic novel that is English too. So you would have to understand English to enjoy this game. So that's the perfect game to let's play it in my German English. Language, you know. So, okay, gut. Ich gehe da nicht runter. Ich glaube, das bringt mir nichts, wenn ich in den Keller gehe. Typ, du stehst im Weg, ist dir bewusst, ne? Generell habe ich Bock auf so ein paar Graphic Novels tatsächlich. Ich habe nämlich zuletzt auch eins zu einem sehr großen Teil gesehen.
Ja, ja. Und irgendwie habe ich Bock, das selbst auch zum einen zu zocken und zum anderen zu let's playen. Aber es ist auch wieder so ein Ding. Obwohl, das könnte sein, dass es da deutsche Übersetzungen gibt, aber das fände ich irgendwie schade. Weil die Wortwitze und so sehr gut funktionieren im Englischen. Und das, obwohl es eigentlich original japanisch war. Naja. Aber mal gucken. Wir haben so viele Ideen. Ich habe ja noch so viele Sachen, die ich noch sowieso noch aufnehmen wollte. Die ich quasi erst noch zu Ende führen wollte und so weiter und so fort. So, wo ist Elizabeth? Ich frage mich, wo sie ist. Ich kann sie nirgends sehen. Ich kann leider nicht da hinten hingehen, sonst würde ich da suchen. Naja, ich werde nun diese Hand anklicken. Have you found them? Do you have all the cylinders? Ja, und jetzt krieg ich die nächste Option, oder? Jawohl. Alter, das ist das gute Ende, Leute. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren song for ourselves. Bring order to Order! What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Ach, Ellie, da tut mir jetzt aber leid, dass dir das auf den Kopf geht. Du hast jetzt den Kopf angeschlagen. Geht's jetzt zum Vogel? Vogel. Geht's zum Songbird. What am I doing? The counter song, yes. Yes! Oh, oh. Wer singt? Achso, sie singt. Okay. Ein Glück haben wir das Gegenglied noch zusammengesammelt. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das doch noch durchgezogen habe, obwohl ich nicht sehr begeistert bin von diesem Spiel. Ist das nicht eher schlecht, wenn sie jetzt weggebracht wird? Was passiert denn jetzt, Alter? Oh nein! We need to end this. End all this misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. Ja, das ist ja schlecht, wenn wir sie freilassen. Wollen wir sie nicht lieber ausnutzen und irgendwie ein Hotel aufbauen? Wir werden es das Scar Hotel nennen. Scar. Und wir werden Leute darin foltern, um die Bestie zu füttern. Ja, das ist nicht nett, Thomas. So witzig, wenn das Viech uns jetzt einfach frisst. Oh, musst du dann Way of Life abonnieren? Musst ein Like dalassen und einen Kommentar schreiben? Oh, dieser verfluchte Song, der sie. Da hat sie sich jetzt hin. Oh boy. Leute, ich habe das Gefühl, wir haben es geschafft. Ich rieche ein Ende. Nicht wahr, Gattuschen? In the light entstand eine neue Eintracht aus Frankfurt. Alte Ketten wurden irgendwas. Und nach dem Ende des Lieds begann ein neues. Ja. Perfect Harmony. Also das gute Ende erspielt. Leute, kein Problem. Ich erspiele hier für euch das gute Ende. Das könnt ihr auch mal appreciaten. Oh Mann. Okay. Ja, das war Spaß. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Lief mir mal ein Jack Sparrow mit Rowlands. Und Daniel ist auch gut so. Sagen wir mal, wie das so war. Ob das Lumbig war oder ob ja mal jemand anders das Team übernehmen sollte von Wales. Matt hat's ja nicht so leicht, nicht wahr? Und der Dr. Pring mir noch mal ein Rezept für Drachen. Karl.
So, ja, Credits Hype, Wiederschein, bis zum nächsten Projekt. Danke fürs dabei gewesen sein. Hier ist noch eine Großaufnahme von mir. Buh! Wiederschein, macht's gut. Ciao. Ich habe mir gestern noch so Knoblauchbrot gemacht. Und da ist was von übrig geblieben. Das Ding ist, dass ich hier Toilettenpapier habe, um mir die Nase auszurotzen und so, ne? Ja. Das Knoblauchbrot ist sehr siffig, möchte ich sagen. Und ich habe das nicht komplett aufgegessen, wie ihr gerade hört. Und ich habe das auf die Toilettenpapierrolle gelegt. War nicht so clever. Guck mal, Steam, Microsoft, Nintendo und Sony. Ja, kein Problem. Ich habe schon ein paar Spiele von euch gekauft, ja. Mach mich so lecker, wie das gemacht. Das ist ja gut. Was ist jetzt? Kann ich jetzt wieder aufhören? Ich geb schon. Okay, Leute. Macht's gut. Tschö, tschö. Oh! Auf der Credit Scene! Fühlst du gut Ende? Kommt jetzt noch ein. Dun, dun, dun. Okay. Ja, in dem Sinne, hat sich doch gelohnt, dran zu bleiben. 4,5 Stunden fast. Ich habe 20 Schläge eingesteckt. Ist doch gut. Okay, jetzt aber. Abscheiden. Ach nee, ihr seht mich ja gar nicht mehr. Deswegen habe ich mich ausgezogen. Okay. Okay, jetzt reicht's aber auch langsam.